Also wir führen jetzt ein weiteres Mal unser bekanntes Stück auf. Ein Elfbar zum Zwerg gemacht. Mit dieser wundervollen Schauspielergruppe bei diesem greislichen Wetter. Ist doch schön, wachsen noch ein bisschen. Ein Elf mit langem Haar, so weich und wunderbar. Kein Härchen im Gesicht, er strahlt im besten Licht. Die ganze Elfenschar findet ihn so wunderbar. Er ist der schönste Elf im Land und überall bekannt. Doch hinter seinem Schopfe, ganz tief im Elfenkopfe, lebt er in einer anderen Welt als großer Zwergenheld. Ein Elf war zum Zwerg gemacht, jeder fand es lustig und man hat ihn ausgelacht. Ein Elf war zum Zwerg gemacht, jeder fand es lustig, ha, 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 und hat ihn ausgelacht. Tags klebt sich der Dussel einen riesengroßen Fussel an das Elfenkind und sagt, es wär sein Bart nach Zwergenart. Dann rasiert er sich die Mähne, jede blonde Strähne, bis das Mondlicht hell auf seiner Platte strahlt und seinen Bart untermalt. Und hat ihn ausgelacht. Als Elf mit spitzen Ohren war er leider geboren. Das zu ändern war sein Plan. Doch wie stellt man das nur an? Ein Arzt macht sowas wohl besser. Drum legt er sich unter das Messer. Doch der Arzt war ein Orkon. Hab, 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 bis er ihm die Ohren ab. Als Waffe wählt er sich den Hammer, doch zum Katzenjammer heben kann er ihn leider nicht, was ein ordentliches Blutbad verspricht. Er wollte einen Drachen jagen, ihn heldenhaft erschlagen, und der Drache blickte ihn nur böse an und er rannte weg, so schnell er rennen kann. Ein Elf war zum Zweck gemacht, jeder fand es lustig und man hat ihn ausgelacht. Ein Elf war zum Zweck gemacht, jeder fand es lustig und hat ihn ausgelacht. Aus Frust fing er an zu essen, wollte sich selbst zum Zwergen mästen. Doch auch noch Tonnen von Salat war er dennoch nur dünn und zart. Drum wollte er sich saufen. Nach dem Schwein konnte er nicht mehr laufen. Nach zwei Schluck war er besinnungslos und seine Kopfschmerzen am nächsten Tag groß. Ein Elf war zum Zweck gemacht, jeder fand es lustig und man hat ihn ausgelacht. Ein Elf war zum Zweck gemacht, jeder fand es lustig und hat ihn ausgelacht. Jeder lachte ihn nun aus, das war für ihn ein Graus. Drum baute sich ne Turm auf einem Berg, sagt allen Menschen rundherum, es sei ein Zwerg. Und da Elfen lange leben, fast schon der Unsterblichkeit entgegenstreben, Menschen aber nicht, änderte sich die Geschichte. Etwa 1000 Jahre später erklärten den Kindern ihre Väter, dass da oben auf dem Berg ist ein waschechter Zwerg. Denn wie jeder weiß, ist ein Zwerg nicht gerade klein, trägt einen Fussel im Gesicht und verträgt das Saufen nicht. Ein Elf war zum Zwerg gemacht, niemand fand's mehr lustig und keiner hat gelacht. Ein Elf war zum Zwerg gemacht, niemand fand's mehr lustig und nur der Zwerg, der hat gelacht.